gleich bin ich da, Jole. Nein, kommst du mir jetzt wirklich entgegen? Ich hol da. Oh, lass mal in Ruhe. Ich hol da. Nein, dann geh ich noch mal drauf. Das lassen wir als Anmoderation gelten, oder? Nein, ja. Oh Gott, da ist er. Schnell weg. Haha, wo bist du denn da? Hilfe! Hilfe! Danny! Was hatte denn? Die hat, sie hat es versucht, sie hat auf mich geschossen, aber es hat nichts gebracht. Ich habe gar nicht auf dich geschossen. Nein, ich meine Jenny. Leck, wir müssen diesen Dreh-Dingens da. Diesen Reh da. Das Reh. Oh, ich bin getroffen. Das ist übrigens ein Hirsch. Der wird verbluten. Naja, Reh, Hirsch, ist mir ja egal, das schmeckt. Das schmeckt. Wo schmecken? Aber schnell. Ja, guck an, wie ich getroffen habe und wer umgefallen ist. Geil. Cookie Dent. Geil, Bam. Bam und weg. Ja, gib's ihm. Im Dreckstück. Hat's verdient. Fleck nun wieder. Okay, so hab ich das jetzt auch nicht gemeint. Es wächst, Jolle, es wächst. Es wächst alles so schön. Ja. Heute ist Tag der Katzen. Letzte Folge sehr schlimm. Es tut mir leid, das ist jetzt nicht anders. Ich hab dich schon gerettet, Mann. Was ich hier nicht alles multitaskingfähig gleichzeitig machen muss, das ist doch unfassbar. Och, come on. Fleck hat 2 Kisten im Schlag genommen. Come on. Weil das war doch ein Treffer. Guck mal hier. Blauz. Jenny, ich komm nach Hause. Was passiert, wenn man hier... Der Hirsch? Oh, noch mehr Hirsche. Was, Jolle? Ich komme! Nein, hör ab! Ich will dann nicht. Ich aus freien Stücken heraus, ganz selbstlos, wie ich bin, würde ich gerne... Also, ich würde auch auf deine Anwesenheit verzichten. Also, das... Das ist einfach zu viel für mich. Deine gloriose Gestalt. Ja. Dabei sehe ich so gut aus. Hab ich doch gesagt, deine gloriose Gestalt. Innen und außen. Innen hui, außen hui. You are wet. Ja, wird mir bei deinem Anblick auch. Also so nur toll bist du. Nur weil ich durch einen Fluss geschwommen bin. Den dreckigen Witz hat er jetzt gar nicht verstanden. Ich habe den geflissentlich ignoriert. Der ist ein Bär. Das Problem ist, den werden schon die ganzen Zuschauer, da werden sie sich drauf stürzen. Ach, da kann man doch mal machen, oder nicht? So, wo bist du? Du musst dich beschützen. Ja, dann mach mal den Bären, der da ist. Wir brauchen Fleisch. Wo ist denn da ein Bär? Ja. Wir können doch, wenn wir hier oben sind, der kommt er nicht hier rauf, oder? Kommt der hier rauf? Oh, da drüben ist eine Sau. Was ist denn für ein Bär? Das ist ein haariges Schwein. Pass auf. Sag mal. Ich würde den auch mal lieber beschießen. Warum treffe ich das Vieh nicht? Ich geh den mal pullen. Deckst du mich? Da kommt er. Ja, der kommt auf mich zu. Also wäre cool, wenn du den jetzt mal anhittest. Nee, der kommt doch gar nicht darauf. Ist doch alles gut. Ist ja doof. Ich habe mal. Der kommt. Haha. Ja, Jenny? Ich hab Rote gemacht. Da ist auch noch ein Zombie. Der Bär kommt hier hoch, ne? Das ist ja... Kommt da nicht. Oh Gott. Jetzt frisst er den Zombie, das ist okay. Der frisst nicht den Zombie, der frisst den Stein. Das ist auch okay. Ah! Was hat er denn? Der trifft doch gar nichts. Guck mal, immer in den Pöter. Sag mal, wann ist er denn tot? So, jetzt ist der Zombie tot. Es dauert. Oh Gott, guck mal hier. Der Zombie ist wieder auferstanden. Der haut ganz schön was vom. Oh. Ich würde sagen, die beiden haben Spaß. Oh. Was? Zur Hölle. Es tut mir leid, es ist mal voll übersteuert. Ja. Sorry. Oh Gott, Fleck. Was denn? Er liegt, er ist tot. Oh Gott.
Jenny, das musst du dir am besten angucken, weil sonst, wenn wir dir das jetzt sagen, ist das ohne Witz. Das ist halt kein Witz. Da ist er einfach mal aufgekommen. Ach, wohl ganz wunderbar. Aber er ist tot, ne? Ja. Hab ich schon gesagt. Soll ich deinen Kram? Nee, nehme ich nicht mit. Nee. Nee, ist wahrscheinlich eh viel zu viel. Oh. Ist doch nur der Gürtel. Oh, 16 mal Fleisch. Sehr gut. Ich eile, ich fliege. Da hinten war doch. Oh, Katastrophe. Doch eine Sau. Katastrophe. Nee, das ist eine Katastrophe. Katastrophe? Wenn der Kater singt, also ein Teil eines Liedes, dann ist das eine Katastrophe. Mein gut, dass wir. Eine Sau habe ich auch noch. Was ist denn los, Jenny? Mein gut, dass wir hier Frame stehen haben. Ja, sag doch mal. Zombies. Was ist denn Zombies? Zombies über Zombies. Es hat hier echt meine Sachen da liegen gelassen. Ja. I got them. Nee, diesmal nicht. Nix davon. Was? Einer irgendwas, was ich mir einpfeifen kann? Stimmt, mir geht's auch gar nicht so gut. Ich bin mal hier. Oh, hier war, glaube ich, noch ein Bär gerade irgendwo. Aber du bist zu Hause gespawnt, Fleck, ne? Ja. Ja, die Sache mit dem Bär gerade, das war irgendwie witzig. Kam er rauf und hat mir eine Backpfeife verpasst. Ja, mir auch. Das war ja das Schöne. Aber irgendwie hat er an mir mehr Spaß gehabt als an dir. Ja, weil du ihn das letzte Mal getroffen hast. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, auf ihn drauf zu schießen, weil dann wäre er umgekehrt zu mir. Aber ich hatte ihn durch den Baum nicht getroffen. Das sind wir schon wieder. Ich hab meine Sachen schon wieder. So, Jolle, ich komme. Ja, um Gottes Willen. Ich rette dir. Du solltest eher dich retten, Fleck. Wo ist der Hirsch? So. Lalelu. Daran müsst ihr denken. Schau zu. Wie der kleine Flecki schlafen geht. Oder vom Bär erschlagen wird. Ja. Ach, das war gut. Das erinnerte mich so ein bisschen an diesen geilen Bär aus unserem Bunker. Der geile Bär aus dem Bunker. Aber die sind aber auch krass drauf, die Viecher, ne? Also, obwohl es eigentlich geht. Wenn man immer rückwärts läuft und man hat volle Leben, also volle Ausdaueranzeige, dann kann man einen Bär auch durchaus alleine kriegen. Die sind gar nicht. Das klappt. Ja, wäre der da nicht raufgekommen, hätten wir den auch locker platt gemacht. Oder du schickst ihn halt immer wieder hin und her, weil der halt immer auf denjenigen geht, den er, oder wo er gehittet wurde, ne? Dass man dann den immer wieder sich hin und her schickt. So geht das auch. Aber so hatte das natürlich viel mehr Style. Ja, definitiv. Ja. Ja. Einfach mal von den Bären eine pfeffern lassen. Das sah richtig gut, Jenny. Das sah auch episch aus. Episch! Was grollt denn hier so? Das ist mein Flugzeug. Ach, wisst ihr, wenn ich schon mal hier bin? Ja. Wenn ich schon mal hier bin? Ja. Ja. Dann mach ich das auch, was ich jetzt mache. Ich hab Angst. Ich auch. Wenn ich schon mal hier. Wobei, das ist ja schade um das Sprengmaterial. Oh, Flaggy nicht, bitte. Gütiger. Gottgütiger. Ah, nee, das hebe ich mir lieber für meine Kathedrale unter der Kirche auf. Ich müsste doch mal langsam jetzt hier zu Hause sein. Ja, da ist Home. Home sweet home. Home, na, da ist Home sweet home. Ah, cool. Bär, hier ist ein Bär. Nee, es ist kein Bär, Jenny. Ist ein Stein. Vergiss es. Jenny! Von wo kommt das Jenny da hinten? Sweet Home Alabama. Jenny! Ja, hallo. Hallo, ich lebe wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Oh. Ich hab mich zwischen sie und den Bären geworfen. Das was priceless. Achso, ach ja, hier bin ich verrenkt. Ja, ich war mal so frei und hab die stehen gelassen, die Frames. Ich
dachte mir, das könnte dir helfen. Arauze. Ich komme nicht ran. Ja, ich glaube, da müssen wir vielleicht ein paar weghauen, dass wir rankommen. Hauptsache, wir zerstören jetzt nicht den Rucksack, weißt du? Warte, was ist das? War da was wichtig jetzt drinne? Ich komme trotzdem nicht so wirklich ran. Warte, da, bitte. Komm, trink dat. Ja. Yeah. Cool. Warte mal, den brauche ich nicht mehr. Wie hast du es geschafft? Gemacht? Bist du runtergefallen, oder was? Sie ist runtergeglitscht. Jenny hat mich geschobst. Ist klar. Ich bin übrigens einmal rum mit diesen Treasure Plates hier. Echt? Komplett einmal? Ja. Das ist cool. Du kannst auch gerne noch einmal machen, ne? Nee, so viele habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich mit 70 einmal rumkomme. Ja, wir können ja noch mal welche machen. Landmin, Jenny, soll ich die jetzt hier im Rucksack lassen? Weiß ich nicht. Give them to me! Pass auf, ich habe neben dir die Frames weggenommen. Ich hab schon, ist alles gut. Ich hab... I wanna have the landmines. Ja, ich mach. Ja. Dann räum mal hinter dir auf. Ja, Jenny und ich, wir wissen Bescheid. Worüber denn? Ja, wir verstehen uns halt. Wir brauchen so. Nichts mehr sagen. Das ist, hast du, ja. Warte mal, lass die da mal stehen, dann setze ich hier vorne noch eine Reihe drüber. Es geht bam. Und wir wissen verstehen sofort. Apropos ja. Verstehen, ich muss mal meine Kiste weiter zumüllen. Ich habe wieder Zeug eingesackt. Oh nein. Nein, bitte. Bitte nicht, lieber Gott. Straf, warum werde ich denn immer so gestraft? Ist alles gut. Hab alles unter Kontrolle. So. Aber Jenny, ich habe ordentlich Fleisch mitgebracht. Ach, Fleisch. Gut. Wie gesagt, ich habe Brot gemacht. So, guck mal. Tada. Was denn? Zweite Reihe. Ja, machen wir. Das passt so. Oh, ich rieche da schon einen. Oh! Es wächst und gedeiht. Was ist jetzt passiert? Oh, wie cool. Da ist ja wieder irgendjemand irgendwo runtergefallen. Oh, so schön. Schnell die Tür zu, dann hören wir das Grauen nicht. Pass mal auf, das Grauen kommt jetzt rein. Es wächst und gedeiht. Ja, Mörser, seid ihr Hobbits oder warum habt ihr Spaß an wachsenden Dingen? Jenny, guck mal. Hm. Wo ist er? Da ist er. Was? Wieso beschießt sie ihn denn jetzt? Ich meine, er hat es verdient, aber ich wollte nur mal nachfragen. Die schießt hier in der Gegend rum. Ja, sie hat ja auch die Permission, die Erlaubnis. Permission. Sie darf das. Ja. Jenny, soll ich dir nur mal was von diesen Script-Dingern machen? Ja, aber das mache ich dann morgen, weil es jetzt schon 21 Uhr ist, also. Wie willst du denn haben? 100 nochmal? Ich glaube ja, 100? 100 bräuchte ich bestimmt nochmal. 100, okay. Ja, gut, dann mache ich die 100. Es wächst und gedeiht. Ja, was machen wir denn hier oben noch? Ich bin dafür, wir machen wieder so einen Aufgang noch auf den Turm rauf draußen. Ach nee, dieser Turm, der fällt wieder nur zusammen. Turm ist eine gute Idee. Du, ich will den... Nein. Jolle, ich will den ja gar nicht höher bauen. Ich will nur, dass wir da oben raufkommen. Jolle. Dann ja, aber Jenny, du weißt doch ganz genau, wenn du diesen scheiß Turm erwähnst, dass dein Flaggy sofort natürlich steil geht ja. Und da wieder irgendwas riecht, also. Ich fang schon mal an, ihn zu bauen. Was machst du denn? Ja. Bist du wahnsinnig? Na, ich mach hier eine flache Plattform, ja, damit warum? Wir da einen Turm hochziehen können. Ja, sonst können wir den Turm doch da nicht hochziehen. Aber wir haben doch da oben einen Jenny, drauf. Das hast du dir jetzt selbst eingebrockt. Fleck, du machst mich fertig. Nur ein Stück gleich, ich höre ja gleich auf. Hör auf zu schießen, nicht schießen. Nein, lass das. Hör auf! Hier, guck mal, jetzt haben wir hier Platz, jetzt können wir da einen Turm raufbauen. Da sollte doch gar kein Turm hinfliegen. Nein? Nein. Wohin denn dann? Nein. Jenny, das hast du dir jetzt selbst eingebrochen. Vor allem, weißt du, hört mal einen Teil der Idee und
arbeite dann gleich drauf los, anstatt dass er wartet. Da oben ist ein Turmfleck. Da oben. Ja, da müssen wir doch erstmal hinkommen, oder? Gesundheit. Ja, Gesundheit. Alter Schöne. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, ne? Aber mit dem Essen sieht es momentan wirklich nicht allzu gut Jolle, aus. Jolle, kannst du mal bitte herkommen? Nein! Kannst du mal bitte herkommen? Leck mal am Poppes. Komm. Hau ab! Gehst du weg? Ich nichts wollen. Oder Jenny. Jenny, komm du doch mal her. Die hat eine Pistole, da habe ich Angst. Oh, das Multiple. Wo bist du denn? Draußen hier. Was ist mit dem ganzen Wasser passiert? Was ist mit dem Wasser passiert? Wir haben gar kein Wasser mehr so wirklich. Nee, das bin ich am Einkochen. Ich habe ja Brot gekocht und habe dann auch gleichzeitig neues Wasser angesetzt. Kochst Wasser ein? Ja, warum? Sie weckt Wasser ein. Ah, ich krieg die Krise. Also, es sieht nicht mehr so gut aus. Mit Wasser, mit Essen. Das Wasser kommt. Wir werden... Ja, aber so viel ist das nicht, Jenny. Ich hab's ja gerade gesehen. Wo ist denn Glas eingeschmolzen? Hier, ziemlich viel sogar. Oh, da draußen ist wer am Rumkrähen. Oh, wie heißen die denn? Glass? Hier, Glass Jar. Oh, verdammt, ich muss meine Dings wieder anziehen, sonst sehe ich nichts. So, wir machen jetzt erstmal 100 Gläser und dann holen wir uns schön Wasser und dann schmelzen wir das alles ein und dann ist es schick. So, haben wir das besprochen? Ja, wo? Oh, jetzt könnte er auch komplett die Schläge weghauen. Oh, Männer. Und ich mache jetzt noch El Cemento. Ja. Cemento. Ihr müsst ja auch noch. Wow, da ist viel drin. 4 Cent. Und die Treppe sieht ja jetzt auch cool aus, ne? Oh, was bräuchte. Nein! Nein! Was war das denn? Ich bin. Au! Er ist runtergefallen. Aua. Ich schlaf hier. Guck mal, hier wohne ich. Ein Hörf, Jenny. Ich hab doch. Du kannst dich auf den Invaliden schicken. Jenny, das, also. Ja, ihr neckt euch heute. So ein bisschen. Also. Heute ist kaputt bei mir. Ist alles. So, Splint. Was wollte ich bauen? Ein Splint. Ich weiß nicht, wie viel Splint ich in dieser Aufnahmesession so verbraten habe, ist mir unklar. Oh, also, was machen wir hier da oben noch? Irgendwie? Danny, wohnst du gegenüber? Ja. Willst du auch eine Tür haben? Ja, eine Tür wäre ganz nice. Achso, warte mal, hier, komm mal zu mir, hier nimm mal auf. Ich wohne unter der Treppe. Hast du aufgenommen? Mhm. Die 100 Script-Dinger waren das. Na, hier müssen wir noch irgendwas einziehen. Ich will hier unter der Treppe wohnen. Nein, hier ist der Arbeitsraum. Vielleicht. Ja, ich will unter der Treppe wohnen. Gibt's nicht. Da ist der Arbeitsraum. Reift doch schon aus dem letzten Loch. Crush Sand, achso, von Stein. Ich muss hier die ganze Zeit Drogen nehmen, weil Jorla auf mir rumprügelt. Drogen? Diese Pillen halt da. Das verleitet Leute, komische Sachen zu machen. Hör auf, sowas zu sagen. Door. Oh Gott, gütiger. Ich glaube, ich habe das mit den Gläsern ein bisschen übertrieben. Was hast du? Naja, ich mache gerade ein bisschen viel Gläser. Ey, Lord! Was denn? Was hast du denn? Bottle Water? Gläser. Ich geh jetzt kein Wasser mehr holen. Okay. Oder will jemand? Will unbedingt jemand gerade Wasser holen? Nö, ist jetzt gerade mitten in der Nacht. Eigentlich nicht. Mitten in der... Ach ja, hab ich gar nicht mitgekriegt. Es hat ja gar nicht gerafft wieder. Was hast du nicht gerafft? Ja, dass jetzt schon wieder Nacht ist. Ach doch, Jenny, du machst 36 Water. Ja, Also, im Pass. Ja. Also eigentlich mache ich einiges an Wasser. Art Mitteldor. Jenny, ich hab deine Tür. Yay. Komm mal mit, nimm mal den Schlafsack jetzt auf. Schon. Du ziehst jetzt hier ein. Hab ich schon. Hing das Licht. Zack. Zieh ein da. Da. Bisschen das scheiße. Das ist nicht dein fucking serious Ernst. Nein! Hallo!
so, come on, Flay. Das ist mein Kabuff. Das ist mein Kabuff. Ja, ist doch schön. Was wollt ihr denn? Guckt mal, das sieht gut aus. Müssen wir raus aus dieser Folge? Bitte. Nee, noch nicht ganz. So, passt auf, wie Judith aussieht. Hör doch mal aussieht. Auf, den Scheiß hier zu bauen. Weißt du, wie das aussieht? Guck dir doch mal von der Treppe an. Hier sind überall Lücken und... Oh Gott. Das sieht einfach nur Rotz aus. Ah, meine armen Nerven. Oh, es ist fui. Fui, einfach nur fui. So. Das ist gut hier drinne. Das ist gut. So. Das sind hier, wie sieht's denn hier aus? Oh, hier kann man was reintun. Hier kann man nicht schnell zumachen. Heute ist ganz schlimm. Du, weil du die gebaut hast, kann ich da gar kein Passwort drauflegen. Willst du? Ja. Was willst du denn? Weiß ich nicht. Nee, mach mal einfach nur auf. Meine Kissen sind ja gesichert. Der Name deines Mannes. Okay. Da. Ich hab meinen Schlafsack auch in mein Zimmer getan. Nur den Kürzel? Ja. Oh, warte mal. Das ist ja... Das kann man natürlich viel schöner machen. Das hört sich ja gruselig an. Mach schnell die Tür zu. So. Ja, Fleck, das ist das erste Mal, dass wir unsere Türen gegen dich sichern. Ich würde meine Türe auch By gegen the way. Sichern. Oh, das haben wir vorher in noch keiner einzigen Staffel haben wir das gemacht. Vor allem, Jolle, willst du mal bei mir reingucken? Hoppala. Da. Achso. Ja, natürlich gucke ich doch gerne bei dir rein. Hier unten nee, oder hier, bei deiner... Hier, guck mal rein. Natürlich. Ja, klar. Wow. Alles gesichert. Cool. Das sieht richtig toll aus. Hübsch hast du es dir gemacht. Auch gleich eine Pflanze geklaut von irgendwo. Achso, guck mal, guck dir das mal an, Jolle. Oh Gott, das wird immer hässlicher. Das wird immer hässlicher. Ich glaube, wir müssen die Wittler nochmal rufen. Die reicht nicht. Hier brauchen wir erstmal die Supernanny zum Erziehen. Ja, es ist fertig. Hurra. So. Du hättest auch wirklich einen Raum von uns bekommen, ne? Wieso? Ich hab doch einen. Hier ist doch schön. Weißt hier. Du, was für ein Buchstaben wir hier drüber machen? Ein I. Wie Idiot? Ja. Nee, ich hab, also, apropos Buchstaben, da habe ich auch schon was vorbereitet. Würdet ihr mir mal bitte folgen hier? Also, hier, da, also, ja, hier, so. Er hat schon was, nein. Kommt her. Nein. Und jetzt richte deinen Blick nach oben. Was, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Oh, nein. Jetzt weine ich Pippi. Oh, Fleck. Aber die eine Sache, die mich ein bisschen stört in meinem Raum, äfft sich scheiße mit dem Zementmischer neben dem Kopf. Ja, das ist dein Problem, Fleck. Aber das ist dein Problem. Warum? Aber du darfst die beiden Maschinen, du kannst die nicht mehr da wegnehmen. Wenn du die wegnimmst, dann bin ich wirklich extrem sauer, weil wir die Ingredienzen dafür gar nicht haben. Sie müssen da stehen bleiben. Oh, jetzt steht da Lalelu am Dach. Ey, ich raste aus. Da. Ich muss raus hier. Ich muss raus hier. Ich möchte nicht mehr. Ich will auch raus. Dann machen wir jetzt nicht mehr. Finito. Ich kann nicht mehr. Bis ihr Lieben. Ich Macht's kann auch nicht gut. mehr. Mir ist speiübel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So.